Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's The Division. So, die nächste Mission haben wir schon angewählt. Es ist eine Geiselrettung im naheliegenden Bezirk, was nur 200 Meter entfernt ist. Da gehen wir mal geschwind hin. So, in der letzten Folge haben wir ja die U-Bahn-Leichenhalle gesäubert von den Cleanern. Wir gehen mal hier lang, hä? Und haben somit einen neuen Mitarbeiter gewonnen, den Rhodes. Ah, guck an. Ja, nehmen wir mit, oder? Zack. Der Helfmeier, ja. Wir brauchen mehr Leute wie Sie. Was hat sie mir da gelassen? Hat doppelläufige Schrotflinten. Ja, sauber, nehmen wir mit. Nehmen wir mit und verkaufen. Hier ist noch ein Telefon. Mom, hier ist Renee. Hoffentlich bekommst du diese Nachricht. Mir geht's gut, aber ich kann nicht aus Manhattan raus. Und alle werden krank. Ich brauchte ein paar Drinks, um dich überhaupt anzurufen. Eigentlich wollte ich es dir persönlich sagen, aber jetzt weiß ich nicht, ob... Jedenfalls bin ich lesbisch, Mom. Schon immer gewesen. Deswegen bin ich nach New York gegangen und Julie ist nicht meine Mitbewohnerin. Naja, sie ist schon, aber ich hoffe, du hast kein Problem damit. Und ich hoffe, du hasst mich nicht dafür. Ich hoffe, es geht dir gut. Mom? Oh, lauf! Alter! Ich liebe dich. Also so ein... Ja, mein Gott, sie hat sich geoutet. Passiert halt. Leben und leben lassen. Soll doch jeder lieben, wen er will. Also wer heutzutage was dagegen hat, ne? Der steht für mich. Das ist... Ja. Ja, das war Zeitverschwendung. Du bist gleich Zeitverschwendung, mein Digga. Wo bist du? Ja, wo ist er? Irgendwas haut mit dem Sound nicht hin. Das habt ihr ja auch gesagt. Ne? Zentrale an Division. Dringend. Cleaners haben Geiseln in der Bank in der 32. West genommen. Helfen Sie uns. Wahrscheinlich räume ich jetzt von hinten auf, oder? Wir werden uns dann nicht mehr dabei. Wir müssen das tun. Nee, schau doch mal anders. Leckt mich oder deckt mich? Nachladen. Nein, nein, nicht zu wechseln. Feindpräsenz entdeckt. Na komm, den krieg ich doch. Da sind noch mehr. Da unten aber irgendwo. So, jetzt retten wir erstmal die Geiseln. Sehr gut. Nachgeladen ist. Wo ist der Schlüssel? Liegt der hier irgendwo?
Irgendwo hier müssen die Schlüssel sein. Verdammt, ist aber auch jemand! Ach da. So, Schlüssel haben wir. Jetzt gucken wir nochmal in Ruhe. So. Mal kommt raus. Danke, Division. Ich will mir gar nicht vorstellen, was aus den Geiseln geworden wäre, wenn sie nicht gekommen wären. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. So, perfekt. Haben wir die Mission auch erledigt. Ich laufe hier gerade einen Schwan zusammen. So. Wunderbar. Ich gucke auf die Uhr. 6 Minuten haben wir gebraucht. Echt nicht schlecht. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst Scrub. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein. Gegnerstufe 9. Ist halt eine Frage, was. Wie ist denn eine Geisel? Ah, ist eine Geiselrettung. Was hast du hier? Gegnerstufe 5. Gnadenlieferung. Hätten wir was für einen Tech-Flügel? Hm, machen wir erstmal eine Seite wieder frei, oder? Oh. Das ist alles ziemlich. Wir haben das Hauptquartier der Cleaners. Agent, wir haben einige Not. Agent, wir haben Meldungen erhalten, dass eine Gruppe der Cleaners unter einem Anführer namens Axel Wallace die Gegend unsicher macht. Mhm. Bitte manifestieren Sie diesem Monster eine Kugel direkt in seinem Schädel. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, Agent. Ich muss meine Chakren reinigen. Ja, dann machen wir doch die hier. Und dann machen wir die Ecke hier mal frei. Weil die ist 5 bis 9. Das ist genau unser Level. Dann machen wir doch die als nächstes. Dem Alex Wallace soll mal eine betonieren. Oh, was ist das denn hier? Sehenswürdigkeit. Hm. Warte, das ist ein Telefon. Guck doch mal genauer, Junge. Da, schau mal. René, hier ist deine Mutter. Ich habe deine Nachricht erhalten und ich weiß es, mein Schatz. Schon lange. Und es ist okay. Was du auch tust, ich werde dich immer lieben. Aber, René, ich sehe die Nachrichten und mache mir solche Sorgen um dich. Du musst jetzt stark sein. Für dich und Julie. Ihr müsst aufeinander aufpassen. Ich liebe dich, René. Ruf mich wieder an. Schön, da haben wir noch die Entschuldigung, die Nachricht von der Mutter bekommen. Mega schön. Klar, Mütter sind verständnisvoller als Väter, denke ich mal, in solchen Sachen. Obwohl, mittlerweile. Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Alter, wie gut sah das denn bitte aus? Mega. Nachladen. Das sah jetzt mal stark aus. Das war gut gespielt. Mal aus der Ferne. Ich muss doch da hin. Wieso kriege ich jetzt da eine Meldung? Satellitenverbindung. Na, wir wollen Kopfgeld spielen. Da zeigt er wieder woanders hin. Ja, servus.
Ist das ihr Auto? Ist das ihr Auto? Gell, schleich dich. So weit kommt's doch. Wenn wir so einen Blödsinn anfangen hier mit Vandalismus und Plünderei. Ach, da runter müssen wir. So, langsam machen. Ah, hier waren wir doch schon mal. Hier haben wir doch schon mal geguckt gehabt. Das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Da hatten wir doch die Stimme gehört. Von irgendeinem Typen. Das Ding an ihn gestellt. Der Schrotflinte, Alter. Ja, genau. Du siehst mich, oder was? Katastrophe, das war nicht gut. Wieso sollen die weiter verbrennen, wenn du hier ganz alleine bist? G36C. So. Aber wie fein säuberlich manche Taschen da einfach so rumliegen, gell? Jawohl. So. So, Alex. Ne, Axel Wallace neutralisieren. Oh, Munition, sehr gut. Ups, falscher Knopf. Alter Finne, sind die stark. Neustart. 186 Kopfgeld. Jo, das nehmen wir. So. Wie weit müssen wir das nochmal spielen? Okay, den anderen müssen wir nicht nochmal machen.
Das ist sehr gut. Hier ist noch ein Telefon. Ah, hier. Ich hab das Große losgezogen. Was? 8 Säcke Kenia Doppel-A. Grün, trocken. Können nicht älter als ein paar Monate sein. Kaffeeboom. Bist du irre? Ist Wahnsinn, oder? Ich hab auch einen gasbetriebenen Röster. Du liebst doch französische Röstung. Wie zum Teufel hast du... Ach, egal. Ich bin gleich da. Ist voll sehr gut. Ja, wieso ist der Punkt jetzt da hinten? Verstehe ich nicht. Warum muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ist der an mir vorbeigeschlichen? Na komm schon. Voll konzentriert. Wir sind äußerst glücklich, dass Sie die Cleaners aus dieser Realität transzendiert haben. Frieden und Segen, Agent. Seien Sie die Veränderung, die Sie in der Welt sehen möchten. Ja, nicht? Haben wir geschafft. Perfekt. Wunderbar. Zweimal gestorben, ist aber nicht so schlimm. Das passt. So, ich suche jetzt nicht weiter nach. Ich gehe jetzt wieder hoch. Zack. Da.
Komme ich da hoch? Oder ist da verschlossen? Nee, schaut gut aus. In dieser Two Street, ja, okay. Two Street. Exit. Exit. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Nö, gell? Nee, nee, nee. Oh, cooles Poster. Das sind schon wieder Gangster. Das geht auf deine Kapteine. Was ist los? Tut mir leid für dich. Wörtliche Manifestation negative Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Ist das alles? Scheiße! Ich wollte dir gerade helfen, du Lappen. Okay, dann nicht. So, gestorben. Zifix. Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Ja. Ach du Scheiße. Hier sind ja nur noch Gangster unterwegs. Ich bräuchte mal bitte kurz die Karte. So. Das ist ein Nebeneinsatz, Stufe 5, okay. Das war diese Satellitengeschichte, was der jetzt von uns haben wollte, gell? Das ist keine Hilfe, Baby. Lass uns mal ins Safehouse reisen. Ja. Und mal kurz so den Inhalt ein bisschen speichern. Und dann machen wir erstmal Folgenende. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen bei der nächsten Folge. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. The Division. Ciao, macht's gut.